Hallo, ich bin die Susi aus der Vollpension und ich zeige euch heute mit den Blätterteigen von Tante Fanny, wie man sehr gut und sehr schnell Fingerfood produziert. Wir starten heute mit dem normalen frischen Blätterteig und ich mache für die Vorweihnachtszeit kleine Christbäumchen, gefüllt mit Frischkäse und Lachs und obendrauf kommen dann noch gehackte Pistazien. Der große Vorteil bei den Tante-Fanny-Teigen ist auch, dass die immer gleich das Backpapier dabei haben. Und ich zeige euch jetzt, wie ein kleines Christbäumchen aus Tante-Fanny-Blätterteig entsteht. Dazu nehme ich einmal Frischkäse mit Kräutern und streiche das jetzt auf die eine Hälfte des Teiges drauf. So schön gleichmäßig verteilen. Und ich belege diesen Frischkäse jetzt mit ein bisschen Lachs oder Lachsforelle, je nachdem. So, ich glaube, das reicht jetzt. Und dann klappe ich die leere Seite des Teiges über das drüber, so wie wenn man ein Buch zumacht. Drücke es ein bisschen platt mit den Händen und schneide jetzt so ungefähr 1,5 cm breite Streifen runter. Ich nehme jetzt diesen gefüllten Teigstreifen auf, ziehe ihn ein bisschen in die Länge und dann beginne ich ein Bäumchen zu falten. So ein Christbäumchen. Schauen wir, dass wir nach oben hin dann immer kleiner werden, damit es auch wirklich wie ein bisschen wie ein Bäumchen ausschaut. So, und jetzt nehme ich einen Holzspieß, den ich vorher ins Wasser gelegt habe, hat den Sinn, dass das Holz dann nicht verbrennt beim Backen und auch, dass es besser durch den Teig durchgeht. So, na, es gibt ja auch kleine Bäumchen, kleine runde Bäumchen. Muss ja nicht immer eine große, schlanke Tanne sein. So, wieder schön formen. Wieder einen Spieß durchstecken. Obendrauf kommt dann, wenn das Gebäck fertig ist, noch eine kleine Tomate. Das schaut total lieb aus und schmeckt auch gut dazu. Zum Schluss kommt noch sehr was Feines drauf, und zwar gehackte Pistazien. So schön drauf verteilen. Und jetzt kommt das fertig belegte Blech ins Rohr. Das wurde vorgeheizt, 200 Grad Ober-Unterhitze. Backzeit ist ungefähr so 20 Minuten. Also ich finde die Bäumchen schon sehr gut aus. Und jetzt zeige ich euch das Ganze in süß. Für die süße Variation verwende ich jetzt den Dinkelblätterteig. Ich roll den wieder so auf. Ich fülle jetzt die eine Hälfte des Teiges mit einer Schokoladecreme. Verteile ich so wieder regelmäßig auf der Hälfte des Teiges. So. Jetzt gebe ich noch Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien, was man möchte darauf. Dann klappe ich wieder die eine Hälfte des Teiges drüber, ziehe das Papier ab. Ich schneide den Teig jetzt in Streifen. Scharfes Messer ist wieder wichtig, damit man einen schönen geraden Schnitt bekommt und es geht auch leichter. Ich hebe dann die Streifen auf, ziehe sie wieder ein bisschen auseinander. Und ganz wichtig bei denen ist, damit es schön wird, wir verdrehen die jetzt, damit es ein bisschen wellenförmig wird. Und dann lege ich so ein Kringerl zusammen. Verdrehen. Und dann so ein bisschen wie ein Kringerl oder eine Schnecke. Das fertig belegte Blech kommt jetzt bei 200 Grad in den Ofen, Ober-Unterhitze. Die Kringel sind jetzt fertig und sind sehr schön geworden. Als letzte Variante zeige ich euch jetzt aus dem Tante Fanny Butterblätterteig süße Häppchen.
geht auch wieder ganz einfach. Ich bestreiche den oberen Teil des Teiges mit dieser Schoko-Haselnuss-Creme, so in einer Linie im oberen Teil. So. Ich gebe halt wieder ein bisschen Pistazien dazu. Und jetzt rolle ich den Teig einfach fast bis zum Schluss und schneide dann im unteren Drittel des Teiges ganz feine Einschnitte. So, ich rolle jetzt den Teig komplett herum. Das Ganze wird jetzt in so kleine Stücke geschnitten. Jetzt bepinseln wir das mit Wasser. Und jetzt kommen sie ins Backrohr. Wieder bei 200 Grad, 15 Minuten Ober-Unterhitze. Und das war jetzt die dritte und schnellste Variante von den Tante Fanny Blätterteiggebäcken. Viel Spaß beim Nachbacken! Thank you.